Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Bündelprojekt. Und ich tue hier mal ein bisschen Gras mähen. Und dann schauen wir mal weiter. Das Gras müsste reichen für die Schafe. Ich glaube, da habe ich sogar mehr als genug, wenn ich dieses Feld jetzt bis da vorne, bis zu den Dingern da mähe. Das passt. Mehr brauche ich nicht. Aber Scheiße. Verwählt, Entschuldigung. Ich leg wieder auf, Entschuldigung. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, hallo, Franz Gründlich hier. Ja, guten Tag. Tino Althaus hier, hallo. Tag. Sagen Sie mal, ist es erlaubt auf Felder, die nicht in unser Besitz sind, zu ernten oder Gras zu mähen und daraus Geld zu kassieren? Nein. Ja, dann gucken Sie mal, was der McBloom auf das Feld 71 macht. Tut er schön den Rasen mähen und macht daraus Silageballen für sich und will die verkaufen. Also das finde ich schon eine Frechheit irgendwie. 71 okay. Gehört kein. Muss ich das mal prüfen, was und da falsch läuft. Jetzt sehe ich sogar, dass sogar noch ein LU-Mitarbeiter da mitmacht. Das ist ja, schon Diebstahl auf höchstem Niveau. Das ist ja, also bei bestem Willen, also irgendwann muss ja auch mal gut sein. Und das kann ja auch sein, dass er irgendwie eine Abmachung mit dem Bauern hat. Was für eine Abmachung mit dem Bauern? Ja, demjenigen, dem das Feld gehört, wissen Sie, dass er das abernten darf oder in seinem Auftrag abernten oder so. Seit wann dürfen wir das denn? Wurde am Anfang des Öfteren gemacht, tatsächlich, dass für andere Leute, für andere Bauern Felder gedüngt wurden und so. Wir dürfen das? Ja, also das war jetzt tatsächlich nicht das erste Mal, dass sowas ist. Na dann. Gut, habe ich nichts gesagt. Okay. Tschüss. Tschüss. Das denn, Alter, seit wann dürfen wir das denn? Ich dachte auch, Missionen sind verboten, das wurde am Anfang gesagt. Hier macht jeder, was er will, ne? Hier macht jeder, was er will. Willi wird's wissen. Er ist gerade noch nicht in seinem Channel.
Wir nehmen 4 Folgen auf. Also ich weiß von 4, keine Ahnung. Wurde vorhin noch gefragt, da hieß es 4. Wir fragen mal. Anmachen. So, und jetzt gucken wir mal. Ja? Ja, moin, ich bin's nochmal. Hi. Hallo. Du, hör mal, dürfen wir für andere Bauern arbeiten? Ja. Also ja? Warum? Hä, hast du das schon gemacht für mich? Unter uns ja. Dürfen wir Landwirte helfen? Achso, Lohnarbeit auftragsmäßig? Ja, genau. Nee, bestimmt nicht. Bin ich nämlich auch der Meinung. Okay, oder warum? Wer macht denn sowas? Ja, der McBloom. Ich hab ihn gerade. Nein! Ja, es ist immer derselbe Name, den man hier hört. Ach so, ich dachte, du verarschst mich gerade. Das war ich, dann hat sich so angehört wie Sarkasmus. Nee. Also, ich bin der Meinung, wir durften es nicht. Und ja, ich dachte, wenn es jemand weiß, dann Willi will es wissen, ne? Willi, ja. Willi würde es gern wissen, wahrscheinlich. Na naja, gut, weiß ich da Bescheid. Weil, ja, ich bin nämlich gerade hier ein bisschen zum Landrat gerannt. Ich gucke auf Feld 71, da fährt er da mit einem Mähwerk durch die Gegend und macht da Ballen. Ich bin hier fast aus dem Glauben gefallen. Weil ich jetzt auf dachte, ey du, mir ist das auch schon aufgefallen, dass er auf der 71 arbeitet, obwohl die gar nicht ihm gehört. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber puh, keine Ahnung. Okay. Na gut, da weiß ich da Bescheid. Erstmal. Ja. Naja, klar. Alles klar. Wenn was ist, ruf an. Und warst du rausgekriegt, wer über dein Feld gefahren ist? Ja, es war das LU. Ehrlich? Ja. Ist ja bitter, oder? Ja, die haben sich aber entschuldigt, haben mir eine gute Ersatz, also haben mir das bezahlt und alles gut. Ich ja, hab, okay. Ich hab mehr gekriegt als... als sie dir kaputt gefahren haben? Ja, ja. Naja, dann ist doch okay. Ja, auf jeden Fall. Dann passt es doch. Genau. Na nee, ja. Gut, alles klar. Willi, viel Spaß noch. Dann machen wir das. Ich danke dir. Ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Ich musste auch meine Presse haben. Ich muss mal eben was nachschauen. Ich habe meine Schafe vergessen. Ah, ein bisschen ist noch drin. Ein bisschen ist noch drin.
Sag mal, Holz, der. Also, jetzt mal Real Talk, Digga. Du kommst jedes Mal in meinen Stream, dann schreibst du: Hi, hallo, wie geht's? Und dann fragst du: Was machst du? Du siehst doch, was ich mache. Du siehst doch, was ich mach. Schreibt er wieder: Hi. Was ist denn, los mit dir, Digga? Alles gut? Der Bürgermeister ist gerade in ein Gespräch. Sonst hätte ich ihn schon angerufen. Sobald der Bürgermeister aus dem Gespräch raus ist, werde ich sofort hingehen und ihn anrufen und fragen. Bios, danke für den Resub im 15. Monat. Dino! Dankeschön. Ja? Du bist dran vorbeigescheppert. Ach so. Der steht unten im Schafstall geparkt. Ach so, ja, alles klar. Ja, aber der ist ein bisschen dreckig, aber ist egal. Und glaube ich voll. Was du machen könntest, ich glaube, das kannst du auch, wenn du da das Gras, was da drin ist, noch in die Schafstelle kippen könntest, das wäre nett. Ja, mach ich eben. Und den Rest kannst du ruhig mitnehmen, dann kannst du bei dir reinkippen. Alles klar. Mach ich. Jo. Wo kommt denn hier Futter überhaupt rein? Hier an der Seite, da, ne? Leck mir am Arsch, das Ding ist ja bis oben voll. Danke, Milo. Warum heute keine Cam? Die Cam war die ganze Zeit an. Ich habe die Cam ausgemacht, weil Tino da mit seinem Ding... Ach, nee. Ja, der LS22 ist nice. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann kann es eskalieren, ja, kann natürlich passieren, ja.
Ich finde die runde Minimap neu schön. Die schöne neue. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Ellenstein hier vom Lohnunternehmen. Moin. Herr Friesi, wir haben ja die wunderschönen Bäume bei Ihnen alle jetzt gefällt und weggemacht. Keine Ahnung, bei mir nicht. Also beim Herrn Friesi nicht. Ach, stimmt ja auch, Sie sind ja auch die Herr Althaus. Genau. Ja, ich vertue mich da mal so ein bisschen. Ja. Stümpfe sind weg oder was? Ja, soll eigentlich alles fix sein, so hat mein Kollege mir das gesagt. Die eine Stelle haben wir auch schon wieder nachgesät, wo er mit der Friese so tief reingewiesen ist. Jetzt habe ich hier noch eine offene Rechnung von 3.000 Euro. Ja, bezahle ich. Einen Moment. War eben hier rückwärts ran. So. So, eine Rechnung von 3.000 Euro. Ach, scheiße. Da, so. Habe ich überwiesen. Jawohl, das ist ja perfekt. Dann danke ich Ihnen und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, guten Tag, Tino Althaus hier. Hallo. Hallo. Ich hätte gar nicht seinen Auftrag zum Abgeben. Ja, hat er mein Kollege Ihnen Bescheid gesagt? Ja, und Rechnung, ja. Nee, der hat gesagt, die sind weggemacht worden. Ja, die sind auch weggemacht. Der Kollege hatte mir bloß noch gesagt, das habe ich ihm vergessen zu sagen, falls Sie noch einen finden. Ja. Na, um Gottes Willen, wir haben das nicht mit Absicht stehen lassen. Ach so. Er hat geguckt, er hat keine mehr gefunden. Alles gut. Ja, wenn Sie noch einen finden, einfach Bescheid sagen, dann kommen wir noch kurz rum, das ist im Preis mit dem begriffen. Ja, alles klar. Kein Problem. Also das ist schon geklärt. Ja, gar kein Problem, passt. Okay, so, ich will eben einen Ernteauftrag abgeben. Ernteauftrag, dann haben Sie mal raus. Und zwar geht es sich dabei um das Feld 81. Ja. 77. Ja. 73. Ja. Was war das da oben überhaupt? Einen Moment. Und die 72. 72, ja. Einmal ernten bitte. Was ist da drauf, wenn ich fragen darf? Also Getreide oder? Hafer ist da drauf. Ja, okay, Getreide. Also das ist ja wichtig, weil wegen Schneidwerk, wissen Sie. Ja, nee, es ist, ja. Ja, alles klar, schicke ich jemand vorbei. Abfahrer stellen Sie ja selber, ne? Ja. Alles klar. Haben Sie auch einen Wunsch, wie der Herr Ferser irgendwie den allergrößten, breitsten, dicksten, krassesten und so, oder Ladewagen oder Ladewagen an der Maschine, oder sind Sie auch zufrieden mit einem Glas Lexion oder sowas? Ich bin damit total zufrieden. Wenn ich eine richtige Maschine haben will, die da erntet, muss ich selber auf das Feld gehen, ne? Ja, gut, okay, da haben Sie auch. Nee, kann ja sein, weil der Herr möchte immer explizit diesen einen Drescher, weil der halt einen 1,50 Meter mehr Arbeitsbreite hat. Ach so. Und kostet wie viel mehr? Gar nichts. Das Problem ist halt, es kommt halt auf die Felder drauf an, wenn die sehr umwachsen sind, dann dauert es im Endeffekt vielleicht länger mit der Biesenmaschine als mit einer kleineren. Wissen Sie, der Ferser besteht immer drauf. Ach so, nö, ist mir Lattenpups egal. Hauptsache, das wird fertig. Okay. Alles klar. Gut, dann schicke ich jemanden hin. Ja, alles klar. Danke Ihnen. Danke, tschüss. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein süßer, schmuggeliger Ballen gewesen? Ich wollte schon anfangen zu weinen.
So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!